Moin moin liebe Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde King of Retail, wo ich in der letzten Folge wieder in einer blöden Position mit der Kamera war. Ich muss mir aber demnächst unterschiedliche Aufnahmeprofile je Spiel machen. Das ist halt, wenn man 4-5 Spiele durcheinander spielt, mal dies, mal das, dann muss ich jedes Mal genau gucken, wo ist die Kamera, wo ist was. Und bei King of Retail, natürlich habt ihr in der letzten Folge wieder nicht den Kontostand gesehen. I'm so sorry. Gelobe Besserung in nächster Zeit. Naja, shit happens. Ist so, kann man nicht ändern. Wir wollen mal gucken. So, hier, Konzerngebühr. Da müssen wir 305 von den Konzernen abdrücken. Rekord, glaube ich. Das reicht, um die Kosten im Konzern zu decken. Und wir kommen weiter Richtung Level 18. Werden wir erst wieder aufleveln. Okay. Wir müssen aber weiter mindestens diesen Gewinn halten, weil es schlecht ist. Ganz einfach. Melina kommt ja schon zum Schreiben, ne? Wollen wir eigentlich gar nichts machen, das ist unser Paketbote. Machen wir die Tür auf. Pack gleich die Pakete. Und packen wir mal gleich aus. Ja, trotzdem, das ist alles noch, ich meine, klar, Kreditrahmen ist bald wieder da. Wir haben natürlich mal viel mehr Schulden gehabt. Das ist auch immerhin mal positiv. Und wenn dann da die Tilgung mal durch ist, dann sind das auch auf einmal 2000 mehr am Tag, die wir zur Verfügung haben, so ungefähr. So, wir haben die Preise wieder leicht reduziert, Leute. Kommt ruhig rein. Ja, heute haben wir wieder die großen Personalkosten. Das heißt, wir müssen mehr verkaufen. Oder wir müssen Mitarbeiter im Verkauf komplett sein lassen und erstmal alles selbst verkaufen. Auch eine Variante. Mark ist auf dem Weg zur Arbeit. Du bist hier. Komm. Da geht's rein. Fragezeichen. Hemden. Sehr interessant, perfekt. Thanks. Ja, ne? Ja, so, ich weiß noch nicht genau. Mit diesen Mitarbeitern ist echt fragwürdig am Anfang, ne? Weil das kann man in den Läden machen, die wahrscheinlich Publikum sehr, sehr hoch Publikum frequentiert sind. Guck mal, die laufen alle wieder raus. Das ist hier zu teuer wahrscheinlich. Hm. Aber man will die Produkte ja auch nicht zu günstig verscherbeln, ne? Nur um Menge zu verkaufen, weil Menge verkaufen heißt auch mehr Arbeit. Auspacken, auffüllen, mehr Lager und so weiter. Ja, geht rein. Schön, drei Leute stürmen rein. Perfekt. Und sehen Hemden. Ich glaube, für ein weiteres Produkt freischalten braucht man 7 oder 10 oder ich weiß nicht, irgendwie so in der Art. Excuse me. Und wir merken eben, Marc, wo bist du? Und ich mal brauche, Marc, ist noch nicht mal da oder was? Thanks. Marc weiß ja nicht mehr, wo der Laden ist. Da genau, rein hier. Perfekt. Hey, a little help. Da ist Marc an der Kasse. Ist Marc gar nicht eingeteilt. Marc, was denn? Den nicht. Ein Bug. Haben wir auf jeden Fall einen verloren, ne? So, vielleicht lungert er hier bei Melina rum oder so. Aber ist er auch nicht. Doch irgendwo festgepackt. Mach mal Pause, ansonsten gehst du gleich, wenn ich den gleich nicht sehe, geht er nach Hause. Ganz klar. Unsichtbar oder so. Yep.
Typen braucht sie dringend. Das ist natürlich unser Ding. Thank you. Wäre auch mega neat. Thanks. Wir müssen kassieren, jetzt nix. Das sind sichere Verkäufe. Ah, 10 Uhr morgens, es geht, ne? Ich würde sagen, sonst ist der Tag noch nicht so perfekt gelaufen. Hallo. Da kommt er auf einmal um die Ecke geschlichen. Ja, gerne, ich muss in den Laden. Da warten zwei Leute. Ist auch immer knapp, ne? Immer auf die letzte Sekunde ab zur Kasse. Mag jetzt? Den Laden noch gar nicht aufgefüllt, ne? Auf der Suche nach Mark. Also ich... Ach, jetzt hat er schon wieder Pause. Alles voll. Hier sieht's aus. Das müssen wir mal auffüllen. Echt ärgerlich. Die haben schon Feierabend. Das dann würde hier sehr gut stehen. Thanks. Ich glaube, ich verzichte auf Verkäufer. Mark und hier war schön, kennengelernt zu haben, so nach dem Motto. Aber gehen wir nach Hause. Das sind 1000, 2000, die wir derzeit irgendwie über haben. Gut, der hilft noch. Aber Tag läuft gut bisher. Thanks. Hey, can you help me? Das interessiert im Moment nicht, oder machen wir mit dir auch keine große Thank you. Ja, trotzdem. Hey, can you help me? Wir können höchstens dir sowas verkaufen und dann eine großartige aufstarten. Thank you. Die Verkäufer sind echt. Ich glaube, die braucht man, wenn man hier nicht ist vor Ort. Ne? Wenn wir irgendwie tatsächlich noch eine Mission starten sollten oder irgendwann in ganz, ganz weiter Ferne dran denken, einen weiteren Laden aufzumachen. Ich weiß es ja. Komisch. Das ist ja nicht krass. Juhu, ich habe mir nicht pfeifen gehört. Ich meine, wir hatten 4000 noch auf dem Konto, ne? Bevor wir gestartet sind. 4500 sogar. Also so überkrass gut ist der Tag noch nicht hier. Noch ein bisschen Potenzial. Ach, da wir Lohnkosten heute wieder haben. Was unsere Angestellte, du weißt nicht, dass wir hier einen Laden haben. Thanks. Oder sie kommt. Bitte. Gucken, ob die genauso Probleme hat, den Laden zu finden. Ne, da kommen sie doch angewackelt. Hat wahrscheinlich mal ein bisschen verplant. Wir gucken, dass sie alle irgendwie Marketing-Experten werden und von morgens bis abends einen Artikel schreiben. Und die Kasse. Toll. Ja, in dem Moment, wo einer sich umdreht und Interesse zeigt, hier Techie auch noch. Techie hätte Geld.
Helena. Helena Scheller aus. Thank you. Oh, sehr gerne. Oh, habe ich alles eingepackt, ne? Sehr gut. Was haben wir denn jetzt noch? Von denen und noch den typischen roten Pullover irgendwie. Valerie, was ist los? Verkauf mal was den Leuten. Also bei den 10.000 Umsatz haben wir jetzt. Das ist erst 15.30 Uhr, ne? Das ist gut. Die Leute laufen echt gerne jetzt in den Laden rein. Das ist top. Valerie, du kriegst was zu tun, hoffentlich. Du musst eigentlich immer in Arbeit sein. Excuse me. Da geht's ja auch schon. Sehr gut. Wir stellen uns einfach einen Weg und die meisten Leute laufen dann auch in den Laden. Natürlich kauft lange nicht jeder, aber egal. Nicht ganz egal ist es nicht. Die Quote natürlich von Besuchern zu Käufen nicht so nice. Das war nicht gut. Hätte ich auch selber hingekriegt. Hanna. Heißt er Hanna? Thanks. Wie gut war Valerie denn an der Kasse eigentlich? Sie gar nicht. Okay, fehlt dir noch Talent. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, liebe Leute. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wird natürlich wieder ein paar Folgen dauern, bis ich darauf reagiere, aber ja, ich weiß nicht. Verkäufer sind, eigentlich dachte ich immer, jo, sind richtig gut, aber wenn man sieht, die drei Leute, die mal nachfragen, dafür zahlen wir jeden Tag 1000 Kosten. Also sogar 1600 an Kosten. Habe ich. Da könnte ich eher noch jemanden einstellen, mir vorstellen, der die ganze Zeit hier Forumbeiträge schreibt. Weg. Also mal Pause machen. Ich glaube echt. Ja, ist klar. $805. 90 auch gut. So, was gekauft. Kommt, wir brauchen noch ein paar Leute. Auch dringend ein Hemd, das ist natürlich perfekt. Thank you. Er ist auch nicht ganz abgeneigt. Thanks. So, 18:30 Uhr, letzte Runde im Tagesverlauf. Die letzten Stunden brechen an. Wir sind jetzt aber nochmal bei Valerie, ne? Ich weiß nicht, Valerie. Spare 2 seconds. Ich auch. Wenn du da nicht verkaufst, dann geht's hier. Beobachten das. Thank you. Haben wir beide verkauft, Valerie? Okay.
Wir brauchen 20.000 Tagesumsatz. 14.000 haben wir aktuell. Aber ist gut, läppert sich. Ganzer Schwung Leute, hoffentlich kommen noch einige rein. Gehen wir doch mal alle vorbei oder was? Das geht ja nicht. So, 2 Stunden haben wir noch auf, liebe Leute. Da ist noch was möglich hier. Könnte ich mir ansehen. Das kann ich sehr gut machen. Thank you. Naja. Komm. Hallo. Alter, ich klicke mal vorbei. Brauche auch noch dringend. Steht schon jemand an der Kasse natürlich. Thanks. Valerie, mach du doch. Sie kann doch Marketing, ne? War sie gut im Marketing eigentlich? Denn das müssen wir uns mal angucken im Büro. Weil diese Personalkosten sind am Anfang und wir sind noch praktisch, ne? Ganz am Anfang sind wir nicht mehr. Wir haben es ja auch geschafft, in den letzten Folgen den Laden noch ein bisschen zu erweitern, ein paar mehr Produkte mit aufzunehmen. Weil mittlerweile muss man sagen, sind wir so hinten technisch echt am Ende. So dass wir, wenn, dann eher nochmal gucken, ob wir irgendwie nachher noch ein paar Schuhe oder irgendwas mit reinnehmen könnten. Oder Hosen. Oder genau, stirbt nochmal rein hier, jetzt eine halbe Stunde. 4 Leute, dann kommen nochmal in den Laden. Einer ist auch schon wieder raus. Nee, das war ein anderer. Sie haben alle so einen Rechtsstrahl und gucken sich die Klamotten hier an. Ne? Barry, dein letzter Job für heute. Wird aber nicht bezahlt. Überstunden machst. Hast du was gekauft? Ja. Thanks. Barry, sehr gut. Feierabend. Hat sie jetzt noch greifen dürfen oder ging nicht mehr wegen Feierabend? Da hast du zu viel Zeit gelassen, Barry. Tatsächlich. So, mehr Vorwand, noch mal was für die Rentner hier. Aber soll auch die Berühmtheit nämlich nicht vergessen. Auch nicht Geschichte. Bin mal gespannt auf die Statistik. Also wir werden Gewinn gemacht haben, 16.000 circa, aber wir haben natürlich heute auch wieder Personalkosten gehabt. 2.000 genau. 1.600 Darlehen sind halt immer noch heavy. Alle noch zufrieden, dann können sie eigentlich auch nochmal alle am nächsten Tag wiederkommen. Wollte mir die Talente bei denen nochmal angucken. Mark hat einen Stern, aber ich glaube, den konnte er nicht benutzen, ne? Kurs kostet wie viel? Für 1.500. Können wir den Verkaufsboost auch bei ihm noch aktivieren. Ja. Wir schicken ihn mal auf Lehrgang, Mark. Guck mal, was funktioniert. Er ist auf Kurs. So, Valerie kommt für ein paar Stunden. Und Melina auch. Melina ist immer eine, die nie keine Pause kriegt. Auch gut. So, wie sieht's denn aus? 49 Hitrate, schon deutlich besser wieder. Deutlich mehr Artikel verkauft.
Durchschnittssale war natürlich wieder schon geringer. Wir müssen natürlich noch Artikel bestellen. Fünf, 6.000. Ich möchte von den billigen Hemden noch mal eins mehr bestellen. Oder zwei. Aber noch 7.400 für Marketing. Eigentlich noch mal eine ordentliche Werbeaktion für die Berühmtheit noch mal wieder, ne? Groß in La Fashion, naja, in goldene Münze. Großes Einkommen, goldene Münze. Buchhalter. Groß. Man hat 4 Tage, ne? Das ist eine gute Werbeaktion, denke ich. Wir könnten aber vielleicht sogar noch ein kleines Hemdenziel damit reinkriegen. Das. Geht. Goldene Münze, hohes Einkommen, goldene Münze, high, einfach so, Fashion Land, High Fashion. Das passt schon. Wollen wir wieder ein paar mehr gute Leute ran. Jo, ansonsten wollte ich noch mal kurz gucken, Valerie könnte ja auch eine Schreiberin sein, ne? Müssen wir mal für Marketinggeschwindigkeit. Ansonsten ist es gut. Ansonsten kann sie alles gut, was das angeht. Also wir könnten Valerie auch schreiben lassen, wenn wir nachher sagen, komm, sparen wir uns. Dann ist sie auch sehr gut und ihr fehlt noch ein bisschen Verkaufsrisiko, Verkaufsgeschwindigkeit und sogar auch noch der hier auch noch. Also ihr fehlt auch noch 1, 2, 3, 4 Punkte. Also, es ist nicht ganz blöd, solche Leute zu haben, ne? Das ist. Schwierig ist auch. Mehr öffnen, noch eine Stunde früher öffnen. Wir versuchen's. Wir öffnen einfach noch eine Stunde früher. Hoffen auf noch dadurch mehr Visitors. Ach und komm, bald nächstes Level. Ne? Also von daher, ich würde sagen, nächster Tag, nächste Folge, liebe Leute. Eine Stunde mehr geöffnet, dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen und tschüss.